Dann würde ich mal sagen, bisschen spät, aber besser später als nie. Gehen wir rein in die Folge 151 Twitch Clips Germany. Deine Mutter hat gebangt. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Rein, oder? Willkommen bei Twitch Clips Hey! Germany! Oh, ich bin immer zu spät. Ich bin immer zu spät für das. Immer zu spät für Party. Oh. Es tut mir leid. Ich wollte nur absteigen. Sad. Very sad. Okay. Okay. Ich glaube, ich spiele zu wenig Velo, um den Nervenkitzel da in dieser Situation zu überstehen. I don't know. Also es war close, ja. Ew. Ew, was bist du denn? Groß. Aber waren die beiden nicht schon mal in der Compilation mit einer ähnlichen Situation, wo sie halt mega chill daneben saß und er hat sich förmlich eingeschissen? Ja, Chat, also so muss man, guckt euch den Rand an. Das ist doch einfach eine stinknormale Streamer-Krankheit. Warum lernen wir nicht daraus? Warum halten wir weiterhin unser Essen in die Kamera? Warum möchten wir euch teilhaben lassen an diesem leckeren Essen, in dem Wissen, dass wir es verlieren werden? Warum sind wir so? 417. Läuft er dran vorbei? Du bist auf die Frage. Ja. Ja. Ah. Das ist... Nee, nicht. Also, lol, stimmt. Oh, lol. Ah, ich krieg sogar noch auf die falsche Tür. 25 mal 9. 225. 19 mal 12. Mal 12. Was war denn jetzt mehr? Warte mal. Oh Gott, ich bin so ein Held. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum mein Controller nicht reagiert, ne? Sie hat ihn nicht eingestellt. Aber ich habe einfach echt keine Ahnung, Chat. Keine Ahnung. Oh, ist das mies. Wieso eigentlich Hexe? Ja, weil das die kleine Hexe ist. Ricky, ich war ein einziges Mal hintenrum in eine Tanke drinne rein, ne? Da macht die Tür auf, steht da ein Besen drin. Da habe ich nur gefragt, ob sie wegen der Kälte drinnen geparkt hat, dass ich gleich verloren. Ne? I don't know. I don't know. Das war doch auch der Dude mit dem Witz mit den Frauen die und Autofahren und so. Das. Ich weiß nicht. Seitdem schwierig, Chat. Kälte drinnen geparkt hat, dass ich gleich verloren. Ne? Seitdem schmecken alle Witze von ihm nur noch bitter. You don't have to wait for later, he's a new Eliminator. Ask your local weapon trader for the super perforator. Bei Sonja habe ich auch zwischendurch einfach mal Fragen, was so überhaupt abgeht. I mean, wie, wo, was? Oh. Nein! RIP Headphone User? Dieses Game ist einfach nur Pain. Es tut einfach nur ultra weh. Es tut ultra weh. Ich empfehle es nicht. Jin, ich frag dich hier und jetzt nochmal vor den Leuten. Willst du mich heiraten? Ja. Willst du mein Freund sein? Was? Nix! Was soll denn das? Nix! Okay, ja, war witzig, weil er jetzt reinkam, aber warum muss man sich denn jetzt für den Heiratsantrag da lustig machen? Ich fand das total schön für die beiden, ey.
ist nicht jedermanns Sache, so ein Heiratsantrag im Stream oder halt auch allgemein öffentliche Heiratsanträge müssen ja nicht jedem gefallen, aber die beiden waren glücklich oder wirken glücklich. So, leave them alone, Internet, leave them alone. Ich habe schon super viele Kommentare gelesen und gehört und mitbekommen. Just fucking leave them alone. Noch ein Lord. Ja, Lord Hamster und Lord Hämchen. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Dalu. Happy birthday to you. Julie, es ist so schlimm, mit dir zu singen. Mit dir auch. Ja. So, ich bin wieder da. Was ist das damit? Oh nein, er war nicht mal da. Was für ein mieses Timing. Warum sagt, ist der etwa auch so einer von denen, die einfach weggehen und nicht sagen, dass sie weg sind? So wie Purple. Purple ist auch so, weißt du, dann unterhältst du dich mit Purple über Discord und er geht halt einfach weg und du redest weiter und kriegst irgendwann keine Antwort und denkst so, vielleicht ist er gemutet. Öffentlich ist halt nur schwierig, wenn er abgelehnt wird. Ja, ja, ne, ist halt jedermanns Sache so. Jeder soll das halt für sich selbst entscheiden, was er mag. Aber warum dann dagegen bashen? Warum? I don't get it. Bashing ist eh grundsätzlich kacke. Ja, finde ich allgemein halt trash. So, warum zum Teufel muss man das machen? Aus dem Ruhrpott? Na, herzlich willkommen. Zurück aus dem Ruhrpott. So, oh, wir sind gerade erst am Anfang. Es hat sich. Lol, jetzt waren es 3 Minuten 45. Ja. Wir können Dynamit in sein Haus werfen und sein ganzes Haus in die Luft tragen. Ja! Yeah. Ja! Yeah. Ja! Yeah. Oh, da ist. Er brennt nicht! Hier habe ich noch ein Skit. Außer der Typ, der da auch immer aus der Tür schrumpft und so in die Tür. Alter, hat. Rilo, ne? Oh, ich hab auf die Fresse gehauen. Okay, Moment. Das muss ich nochmal sehen. Ich weiß nicht, hat sie das Mikrofon rumgerissen oder war er das selber? Aber auf jeden Fall hat das Mikrofon mit voller Wucht einfach mitten auf die Nase bekommen. Nice, ich lieb das. Oh, ich hab mir auf die Fresse gehauen. Oh, ich hab mir auf die Fresse gehauen. Oh, schön. Papa, ich habe schon Was? Papa und ich haben schon gebankt? Ich, 24, vom Internet verdorben, musste die Nachricht meiner Mutter zweimal lesen. Bitte. Ach so, gebankt? Ich habe auch gebankt gelesen. Es steht in der Folge. Es ist einfach der Titel der Folge. Ich habe gebankt gelesen. Alter. Ich habe gebankt. Oh mein Gott. Ich habe gerade so, what? Oh mein Gott, ey. Das Internet hat mich zerstört. Was hat das Internet aus mir gemacht? Das auf der linken Seite. Oh. Er selbst hat sich das. Okay, I see. Wissen will. Wahrscheinlich vielen schon bekannt, aber auf Isländisch heißt ein Panda. Nein, das glaube ich dir nicht, Eglos. Ein Panda heißt auf Isländisch nicht Bambusbjörn. Das bezweifle ich stark. Bambusbjörn. Ach nein, googelt sie's. Ich bin angetrunken. Ihr kriegt mich mit sowas, ne? Ja, klar. Schieb's darauf. Nein! Ist das wirklich so? Bin ich jetzt auch so ein Vollidiot, der es googelt? LOL! Wirklich? Oh! Ich habe nichts gesagt. Oh mein Gott! Nein. Oh no. Er sieht jetzt genauso aus wie dieser Kackehaufen hier in seinem Hintergrund, der so wütend ist, der so
Das ist er jetzt. Vorher war er der hier. Als er es geschafft hat, war er der da. Und jetzt ist er der da. Und wir haben einen Plan. Bier wird uns hassen und Katha wird nur noch weinen in der Ecke liegen. Was für ein Plan? Oh Gott. Ich könnte mir das ohne Scheiß in Dauerschleife anschauen. Was für ein Plan? Was für ein Plan? Oh Gott. Plan. Sorry Leute, ich lieb's. Er ist tot. Oh. Magst du es scharf? Oh, diese Konfrontation hätte ich gerne gesehen. Ich glaube, ich habe sie schon verpasst. Ich glaube, die war schon. Spider-Man ist Spindelmannen. Das Batman-Lederlappen, das wusste ich sogar. Aber Spindelmannen wusste ich nicht. Ich habe es auch eben gegoogelt. Mir hat der Name Björn wahrscheinlich was mit Bier. Das ergibt sogar Sinn. Das ergibt sogar Sinn, ja. Ja, stimmt. Na klar, ich bin ja mit Sandra verheiratet. Ich liebe scharf. Altes Schwein, ich. Also, Funk ist ein super sympathischer Dude, aber manchmal ist er auch sau unheimlich, oder? Könnt ihr euch Funk beim Flirten vorstellen? Ah! Ah, fuck, fuck! Yeah. Luna Squalle. Quentin wird gebraten. Habt ihr das gesehen? Direkt Eskalation hier im Voice. Aber nicht Quentin! Oh, es sieht so süß aus. Aber es sieht so cute aus. Oh, es ist so furchtbar. Diese Szene ist furchtbar, aber es sieht so cute aus. Du bist du besser? Hey, es gibt ein ganzes Video davon, wie ich mit Eva flirte und sie rumkriege, ja? Björn heißt Bär richtig. Ah, okay. Dann ergibt das durchaus Sinn, ja. Doch, 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 doch. Nehmen wir eine Situation, wo du ihn gesehen hast, wo er nicht flirtet. Als irgendjemand im Chat geschrieben hat, dass die Warze auf seiner Nase nicht schön aussieht und er hat irgendwie gesagt, halt dein Maul. Hier. Oh mein Gott. It's coming nice. Wenn man sich so denkt, okay, 5KBM, da gibt es dann noch die Puzzles-Abteilung und da sagt man so, geh besser nicht dahin. Das sind die Verrückten. Besser nicht zu den Verrückten gehen, glaub es mir. Du möchtest nicht dahin gehen. Der Typ ist technisch gestört, glaub es mir. Deswegen sag ich dir immer nicht so rumschießen wie... Kann jemand mit dem Defibri... Kann jemand mit dem Wiederbelebungsding kommen? Genau. Mega nice, muss ich sagen. absolut empfehlenswert. Heißt, geht mal auf... Oh mein Gott, wie heißt die Seite, die ich benutzen muss? Twitch! Cut! Doch nicht hier ernst, doch nicht hier ernst, oder? Kann ja auch was Gebrauchtes sein. Und dann habe ich meine Xbox 360 verlost. Mit 15 Spielen. Ich habe einen Trailer geschnitten, ich habe einen Trailer gedreht, ich habe ihn bei Instagram hochgeladen. Es sind 2 Leute erschienen im Stream für das Giveaway. Meine Ex-Freundin, mein Bruder. Oh no! Mein Bruder hat gefunden und mir dann einfach geschrieben, Bro, ich brauch die nicht. Oh nein. Und danach habe ich aus Scham sofort das VOD gelöscht und es war weg. Oh nein. Wenn oh, das ist, oh, mein Herz. Oi. Das ist so sad. Aber niemals löschen, dann lieber auf Privatstellen. Kann man sich nochmal anschauen. Doch die böse Lili. Es gibt auch die böse Lili, das ist richtig. Eisbjörn, Schwarzbjörn, Braunbjörn, Teddybjörn. Wenn du aussehen würdest wie so ein Eimer Schrauben, Alter, so, dann hättest du das tatsächlich nicht. Geh ich von aus. Ich stelle jetzt diese ganz steile und wagemutige und aberwitzige These, dass du mehr Probleme hast, wenn du eine attraktive Frau bist. Ja, schon. Okay. Würde ich gerade tatsächlich nicht so unterschreiben. Weil wenn du eine hässliche Frau bist, musst du dir von Leuten anhören, dass du hässlich bist. Ist auch nicht schön. Aber ja, wenn man wie ein Eimer schreiben, wenn einmal ein wenn man wie ein Eimer schreiben, ein wenn man wie ein Schraubeneimer, wenn man wie ein Schreib. Also, wenn man aussieht wie ein Eimer Schrauben,
dann hat man, glaube ich, ein ganz anderes Problem. Wollte ich eigentlich sagen. Je nachdem, für wen kann so ein Eimer Schrauben auch echt sexy sein? Ja, für Scratchy zum Beispiel, weil der sieht aus wie ein Eimer Muttern, wie er sagt. Das Gegenteil, hübschere Menschen allgemein haben oft bessere Chance. Bessere Chance auf was? Viele Piercings. Ich weiß nicht, ob er jetzt Piercings meinte oder einfach nur irgendeinen belanglosen Gegenstand gesucht hat. Ein Eimer Schrauben. Das ging nicht in mein Gehirn. War nicht möglich. Übrigens bin ich sehr stolz, wo wir gerade Bonjour sehen, sehr stolz, dass mein Gehirn irgendwann nachts um, ich glaube, 20 vor 4 einen Tweet verfasst hat, und zwar, dass man aus Bonjour richtig gut Spongebob Schwammkopf machen kann. Das habe ich getweetet mitten in der Nacht und zum nächsten Tag hin wieder komplett vergessen, bis ich die Meldung bekommen habe, dass Matteo das geliked hat. Und ich dachte so, hä, was für ein Tweet liked er denn da? Gucke hier so drauf und dachte mir so, boah, Lilly, was ist denn los? Spongebob am Kopf, ist das dein fucking Ernst? Ja, jedenfalls cool, toll. Mal gucken, was es hier so gibt. Also, ich sehe hier auf jeden Fall schon mal Brattee. Dann sehe ich hier einen Soda-Stream. Was sehen wir denn noch? Hier oben sind so süße Sachen. Hier steht, where's the food? Das ist ein Waschbär. Das kann ich dann leider nicht mehr so gut lesen. Vieles, Lilly, auf vieles. Leider ist das wirklich so. Ja, aber ich hätte gerne ein Beispiel. Ich hätte gerne ein Beispiel. Ja, ich gesehen, im Bewerbungsgespräch zum Beispiel, im Alltag, wenn die Leute netter sind. Gibt, glaube ich, auch Studien dazu. Naja, okay. Nehmen wir das Beispiel Bewerbungsgespräch. Ich will jetzt gar nicht so ein großes Fass aufmachen, aber nehmen wir das Beispiel Bewerbungsgespräch. So, nehmen wir mal an, eine hübsche Frau wird tatsächlich aufgrund ihres Äußeren eingestellt. Haben wir dann nicht eigentlich eher die Situation, dass sie es schwerer hat, weil sie aufgrund ihres Äußeren genommen wurde und nicht aufgrund ihrer Talente, die sie dann im Job selbst erst noch unter Beweis stellen muss? Plus der Tatsache, dass sie sich eben genau diesen Vorurteilen stellen muss, dass es nur an ihrer Schönheit liegt. Denk mal drüber nach. So, jetzt gucken wir mal weiter. Okay, scheiße! Okay, fang an. Telek haut einfach nur irgendwelche Björns rein. Du bist wirklich scheißstark. Du bist wirklich scheißstark. Was macht er? Er macht den Spock? Also du bist scheißstark, ohne Scheiß. Ey, ich hab keine Kraft mehr gehabt. Du bist ja scheißstark. Ja, du bist, natürlich, ich wusste gar nicht, dass du stärker bist. Du hast richtig Armdrückearme. Was heißt das? Ja, das? Du hast richtig Armdrückearme. Ich werde es mittlerweile erlaubt, das Bewerbung ohne Foto und Geschlecht machen zu können. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Ich meine, gut, ich glaube, auf Seiten der Arbeitgeber wäre es tatsächlich ein bisschen angenehmer zu wissen, so, wer kommt da jetzt rein. Ne, aber ich finde, allgemein finde ich das auch fair. Finde ich fair, tatsächlich. Er hat sich an den Luftbalken festgehalten. Er hat einen Spock gemacht. Dass du gut bist. Danke. Versuchen wir nochmal Trick 17 auf Oldschool Season 1 angelehnt. Rein. Wo war mein Boost? Wo war mein... Was soll das jetzt? Was war das jetzt oder was? Wo, also jetzt bitte nochmal mit Schmackes, ja? Jetzt mit aber, Boost. Oder? Ja, danke Yo. Schön. Ja. Du wolltest Boost? Bitteschön. LOL. Was? Hä? Hab ich's verpasst? Banane? LOL. Hä? Verstehe ich den nicht? Bin ich doof? LOL. Hä?
Den verstehe ich, glaube ich, nicht. Noch einmal gucke ich den noch, aber ich glaube, ich check den nicht. Angeblich wirft er die Pflanze wie eine Banane. Er hat sie doch noch in der Hand. Ach so, yo, stimmt, er hat sie weggeschmissen. What? Seit wie viel streamst du? Ich glaube, seit 4. Toll! Ja. Also erstmal hau ich dich weg und dann deine Freunde. Und dann mich. Und dann lasse ich dich von Raben fressen, oh, damit ich mich hochreißen kann. So, der Sasuke da hat übel die Füße. Ja, dann mach den Bengel doch einfach weg! Ja, ich bin so. Wie du das ganze Team rasiert hast. Es ist so unfair, gegen Dalu zu spielen, finde ich. Wenn ich in einem Online-Game wäre und ich sehe, mein Gegner wäre Dalu rein zufällig, dann würde ich einfach, ich würde einfach lieben, glaube ich. Oh Gott, da ist die Achse danach aber auch ziemlich im Arsch, oder? Na, die Achse nicht. Im Zweifelsfall die Aufhängung. Mit der Achse passiert vielleicht sogar gar nichts, wenn er langsam wieder runterlässt. Okay, alles klar. Ja, moin. Nun, Aufhängung und Achse im Arsch. Ich glaube, das, ja, beides. Kaputt. Spargel-Risotto. Tschüss, Nachbarn. Ich ziehe Geld an wie ein Magnet. Ich ziehe Geld an wie ein Magnet. Sauber! Oh nein! Das ist 2 Wochen. Was zur Hölle? In der Gartenbahn-Hose. Das ist 2 Minuten Stream hier, Kekwe. Thanas? Nein. Hat doch jemand gebohrt, safe. An der Wand einfach gebohrt, oder? Gibt's öfter, als man denkt. Was jetzt, dass die Nachbarn bohren? Warte mal. Richtig warte mal. Hart asozial. Olli, ich geh mal kurz raus zum Lachen. Why? Könnte was von Eis.de gewesen sein. Oh ja, definitiv. Ich glaube, die Nachbarin hat gegönnt. Also ich meine nicht Eis.de, sondern Druckerzubehör oder so. Die Wand, okay, aber 10 Löcher. Ne, vielleicht möchte ja jemand 10 Regale aufhängen. Oder es ist ein riesengroßes Regal. Da habt ihr es. Es wurde blockiert wegen dem Soundtrack. Und ich wollte das einfach nicht auf mir sitzen lassen. Ich werde in Zukunft einfach meine Videos anders gestalten. Und wenn ich selber singen muss. Our hearts were ringing, and the key to your souls were singing. As we danced in the night, remember how the stars stole this night away. Oh, dieses Lied wird einfach zerstört. Dieses Lied wird einfach in jeder Folge komplett zerstört. Erst von Suki und jetzt von ihm. Jede Folge muss eigentlich mal so eine richtig trashige Version vorkommen. Wie kennt die Deckadresse? Nee, ich kenne nur Druckerzubehör. Weiß nicht. Das, was du meinst, da gibt es doch Lebensmittel, ne? Der Arme. Nein, der Arme. Von einer fremden Rasse auf der Erde zurückgelassen und einfach von den Pharaonen übernommen wurden. Gänsehaut in meinem Po. What? Ich glaube, es ist eine Statue. Ich glaube, es war mal wieder, oder? Jetzt sind sie aber, jetzt zahlen sie auch. Ich glaube, es ist eine Statue. Das ist 1:1, wenn ich das... Wenn er dann sagt, ich brauche mir keine Sorgen machen und dann passiert irgendwas, dann bin ich genauso, bin ich richtig angepisst. Wie heißt die Seite für Druckerzubehör, die du kennst? Na, Druckerzubehör. Einfach nur. 24.de. Auf Englisch klingt aber sehr spektakulär. Flaming. Was soll ich? Flaming? Flaming O-Beinchen? Flamingo-Beinchen! Er darf das. Er darf das. Das ist freut okay. Mich echt. Ich weigere mich von Folge zu Folge über Puzi zu lachen, weil ich einfach viel zu viel, Sympathie empfinde, als dass ich ihn auslachen würde.
Was für ein Auto fährst du? Gar keins. Tatsächlich, gar keins. Das freut mich. Leute, Nuro müsste eigentlich auch bald kommen. Scheiße. Was? Ich meine, mein Überraschungsgast müsste auch bald kommen. Du bist einfach Bonus gelegt. Auf das hey, ist übrigens, so typisch Lost Kitten, ich darf heute nicht so laut machen, gell? Ja, wegen meiner Frau. Das ist ein Assi. Wovon? Alles in eine ganz kleine Schalerei machen wollte. Was ist passiert? Gar nichts. Geh mal weg. Ich mach das schon. Nice, nicht mehr los. It was at this moment that he knew. He fucked up. Das ist so dumm, weil man sieht auf dieser Abbildung, dass man die Komponenten rausnehmen kann. Und wisst ihr, wie ich dieses Schreiben gefunden habe, indem ich alle Komponenten abgenommen habe? Deine Schlucht war. Edits finest. What the fuck is you doing? Was mit. Was? Bitte! Klick das einer! Wie hat er das gemacht? Ich bin eure Stream-Mutter! Okay. Oh, da gibt's dann aber Ärger mit Doni und mit Alexa. Uje, uje. Ja gut, der ist verheiratet, wird eine harte Nuss. Kann man denn seine Frau umbringen und so? Okay. Alles klar. Es ist zu viel Stuff runtergefallen. Wir müssen nochmal runter. Da war Katze wohl eine doofe Katze. Das ist ein gutes Timing. Also das ist ein gutes Timing, Feiner Tiger. Das möchte ich dir recht geben. Das ist wahr. Ich habe nicht alles abgebaut und dadurch ist jetzt mein Grab ganz da oben. Oh fuck. Pass auf jetzt, hat mir ein übel Funny. Wir machen nochmal Kamera an. Minimum 5 Tote. 1. Oh, das war nur ein. Das waren 9 Leute, ich wusste das, Alter! Ihr müsst ein Leben eigentlich. Das ist genauso wie wenn man eine Schere gekauft hat und man eine Schere braucht, um die Schere aus der Verpackung zu schneiden. Ja! Das ist so bescheuert. Wäre ich noch dabei? Die Long Dong 12th Street. Um Gottes Willen, lauft! Anne, lauf weg. Bitte, er tötet uns alle. Er kann, hat gleich eine Killing Streak. Wir haben schon genug Bücher. Oh mein Gott, nein. Ich glaube, das war die Rache. Okay, können wir hier bitte weg? Ich glaube, das war ja, die Rache. Danke. Wenn man den Stream startet, ja, wird jetzt man schon, einfach ja, automatisch dümmer. Ja. Sobald ja, man auf Live klickt, ja, verliert man die Fähigkeit, vernünftig zu sprechen. Der Mond kracht auf die Erde, es passiert. Es passiert. Es ist... naja. Jetzt. I mean... Ich bin echt einer der intelligentesten Menschen der Welt. Was? Was? Nein. Weil ich auf Spiel war. Oh. Ja, das, ja, stupid. Würde mir auch nie passieren. Problem mit Sprechen geht. I don't know. Stream an und die Intelligenz wird aus dem Gegensatz. Ja, die Intelligenz fließt in die Energieressourcen meines Setups und sind absolut ist nicht mehr. Nicht mehr auffindbar. Grab, mein Grab. Wer mag eigentlich Panflöte? Ah ja, Rilo, frag dich bitte nie wieder. Frag dich nie wieder, warum irgendjemand Angst vor dir haben sollte. Ich hab deinen Part gerade schon gesehen. Ach, ich nicht. Bin... Oh. Verstehe ich auch nicht. Okay, I don't know. Gar nichts.
Niemand, jetzt seit ein paar Wochen möchte mir niemand mehr einen Löffel in die Hand geben. Ich verstehe dich ganz gut. Das ist einfach out of nowhere. Ah, das ist... Gar keinen Bock drauf. Geh! Einer meiner größten Paranoia. Ich finde diese Anglerfische so unheimlich. Geh doch weg! Ich dachte mir beim ersten Mal, was für eine Eingebildete. Was, wo denn? Wann bin ich denn jemals eingebildet? Kann halt nicht jeder mit Fame umgehen. Ne? Ich sag, wie es ist. Die AfD als Friedenspartei? Hier sogar mit süßer Friedenstaube? Es wirkt irgendwie ungewohnt. Besonders beim Tonfall, den man sonst von der Partei kennt. Zitat Gauland. Wir werden sie jagen! Ungefähr wiedergegeben. Wir werden sie jagen! Ey, ich kann den Leuten nicht mal mehr die Schuld geben, dass sie denken, ich guck die Videos das vor. So das, ich guck die wirklich nicht vor. Strong. Ich mein das ernst. Als ob. Abartigste, was ich jemals gesehen habe. 20 Cheeseburgern im Zug sitzt und die sich dann hintereinander weg reindrückt. Fuck! Fuck! Bist du gestorben? Nein! Und hinten an der Wade. Da. Oh. Schwer zu zeigen. Ja. Nicht hinfallen. Es ist schwer zu erkennen. Nicht hin, Franny. Aber, oh Gott. Aber das ist... Es ist ein kleiner Yggdrasil. Aber noch alles geben, um zu erklären, was du für ein Tattoo hast. Ich appreciate das. Für dich habe ich was ganz Spezielles vorbereitet. Das nennt sich Schmutzi. Das ist extra ein Tool... Für Oha. Dich. Der Chat. Das ist Schmutzi. Der Chat. Seht ihr den Chat? What the heck? Schmutzi. Ja, mit Schmutzi kann man ganz diskret Arschlöcher und Trolle wie dich entfernen. Auf Wiedersehen. Ja, mach's gut. Finde ich aber cool. Finde ich cool. Das ist eine coole Art und Weise, mit Vollidioten umzugehen. Das menschliche Gehirn ist nicht multitaskingfähig, auch wenn es manchmal so wirkt. Und wenn du streamst oder Let's Plays machst oder irgendwas vorführst, dann ist die Öffentlichkeit zwischen checken, ob auch alles läuft, mit dem eigentlichen Entertainment geteilt. Gerade einfach hinterher erwischt, wie ich versucht habe, ganz unauffällig zu checken, ob alles läuft. Ist Ihnen Schrödingers Katze? Wollt das mal vielleicht später, ja? Bis Sie entscheiden, Aua. Was passiert, wird alles gleichzeitig passieren. Gute. Ah, jetzt hat. Ich habe eine Luftpumpe im Rücken. Ich denke mir die ganze Zeit habe ich im Rücken so ein Stecken. Ich habe eine Luftpumpe im Rücken. Wie lange geht dieser Stream? Ja. Wir machen es noch einmal, aber eigentlich ist es gar nicht mal so. Blöd, dass sie da ist. Klar darf ich das. Nice. Oh. Not nice. I'm sorry. Oh lol. Was ist das für ein Clip? Wann ist denn das? Geschehen. Sind übrigens. Falls es ihm interessiert, das nennt man Hypermobil und das ist, wenn die Bänder allgemein ausgeleiert sind. Das ist tatsächlich, also es ist jetzt nicht so, dass ich dafür extra was machen muss, dass das so aussieht, das ist ganz normal. Hey, Entschuldigung, was halten Sie von Lilimon? Lilimon? Ja, geht schon. Keine Ahnung, gucke ich nicht. Danke, Ravy. Das ist tatsächlich ganz normal, wenn ich meine Arme aufstrecke, um mich zu freuen oder jemanden zum Arm, sieht das tatsächlich immer so aus. Oh! Oha. Es hat fast geklappt, Chat! Es hat fast geklappt, ja? Ich glaube, das ist sowieso... Mad Respect, wo ist die Luna? Sonne nicht? Im Süden, ne? Nee, im Norden, im... Westen, im Westen, ist im Westen, oh Gott, meine Grundbildung geht ja den Bach runter, sag mal. Im Westen ist die Sonne nie, ne? Oder ich was falsch im Kopf? Westen oder Norden?
Norden, okay. Genau. Im Osten geht die Sonne auf. Im Süden nimmt sie ihren Lauf. Im Westen wird sie untergehen. Im Norden ist sie nie zu sehen. Osten, Süden, Westen. Doch, ne? Mit einem Schlangenmensch bin ich tatsächlich nicht. Alles kann ich nicht. Bleibt sie wieder. Oh nee, das ist so ein ekliger. Nein, das ist so ein ekelhaftes Game. Dieses Face ist einfach so ekelhaft. Scheiße. Dieses Face ist so ekelhaft. Boah, ja, also dieses Spiel. Ich kann hier nie einschätzen, wann ist man raus und wann nicht. Kann ich hier. Wenn du raus bist. Wenn du rausläufst, ja. Dann wie hieß das? Du warst nicht raus. Leider hab ich noch gepackt. Er geht einfach. I don't know. Hab's ach, kaputt gemacht. Nein, warum also ich löschen? Ich würde sagen, das Let's Plays Mütze amüsiert sich herrlich über der. Wurde jetzt gerade gelöscht? Fuck. Nein. Das tut doch so weh. Warum? Bad luck. Foto war echt schön von Michael, ja. Ich hab nur auf Sound geschossen! Oh mein Gott, die war da drin. Okay. Ha, Auto-Aim. Richtig nice. Wieso hätte ich auch die Angeschwächte schlagen sollen, wenn der Typ von der Seite an meiner... Ich... Oh. Hä, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich wusste ja nicht, dass ein Oh. Hä, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich wusste ja nicht, dass ein Aufzug auf einmal gefahren kommt. Boah. Noch beide Hände. für ein einziges Duplo diesen Aufwand betreiben und die Gefahr, seine Finger zu verlieren. Ich weiß nicht, ob es mir das wert wäre. Ein Medienprofi legt das Mikro nicht ab. Ein Medienprofi nimmt das Ding in den Mund. Der fällt immer gleich. Er fällt nur auf die Seite. Das geht nicht, Forti. Du lügst mich hier an. Das geht gar nicht. Oh mein Gott! Godlike! Definitiv nicht. Oh mein Gott! Ich wäre fast in die Lücke gehechtet. Wow! Oh mein Gott! Ich wäre fast rückwärts in die Lücke. Laui! Bitte nicht das Mikro verschlucken. Nein, ich habe nur gezeigt, wie es ein Medium-Profi machen würde. Das ist eklig! Das ist doch der... Ah, warte, das... Sag mal! Ah! Oh, du quietsch! Ah! Ja, oh, du quietsch, da kommen die... Ah! Da kommen die... Ah! Ich lasse hier alles so, wie es ist. Geh nach Hause, lege ich mich ins Bett. Hast du die gerade... Ich habe mir geschmissen. Nö, die sind mir einfach aus der Hand gerutscht. So, das heißt, auch heute muss ich nicht aufräumen. Sag mal! Nein! Jetzt hab ich. Und ab! Ich weiß nicht, wie oft hat Sonjas Mama Träume davon, dass ihre Tochter sich nochmal so benimmt wie früher. Genau, ist das schrecklich. Ich bin Gänsehaut und ist das schrecklich. Okay, das ist gruselig jetzt. Das ist jetzt gruselig. Wen hat der Herz? Habe ich eigentlich Mundgeruch? Ich will das gar nicht wissen. Weil mir immer gesagt wird, dass ich Mundgeruch habe. Nee. Oh mein Gott, je. Yeah. Abonnieren Sie. Scheint aber schlimm gewesen zu sein. Es war ja gar nicht richtig drin, eine dicke Trägerin-Streamerin. Mach's vor, Mage. Mach's vor.
Wie wird sie sich wohl früher noch machen? Wahrscheinlich so. Ich spiele nachts nur auf einem Server, jetzt spiele ich Auto-EU. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich habe Tarkov noch nie gespielt. Jetzt, Twitch Labs Germany. Abonniert auf jeden Fall Twitch Labs Germany, macht das, was der Dude gesagt hat. Abonniert auch den React-Kanal und schaut auch super gerne auf Twitch vorbei. Hier reacten wir live, zocken, wir quatschen und schreiben jetzt noch was Nettes drunter. Geliked habe ich es schon. Danke für die tolle Folge. Herz. Und denkt dran, ihr müsst diesen Kommentar liken, damit der ganz oben steht. Der muss mindestens 6 Likes bekommen, damit der ganz oben steht. Weil 6 ist das meiste unter diesem Video. Also like diesen Kommentar jetzt. Dankeschön. Bis nächste Woche.